Und damit willkommen zurück zu Witcher 3 mit Freddy, der mir live Witcher zuguckt. 1. Witcher 1. Mit 30, mit 10 Sekunden Delay oder so. Und ja. Wir gehen jetzt mal zurück. Ich habe keine Ahnung mehr, was die Quest war. Trank für Triss. Ich habe alle Zutaten gesammelt und die Bandine getötet. Jetzt sollte ich mit Lambert sprechen. Dann tun wir das. Oh ja, danke. Ich werde auch noch mit dem Zauber. Na, da muss ich runter. Hä? In dem Zimmer war ich gar nicht, oder? Oh, in dem Zimmer war ich noch gar nicht. Unbekannter Trank und Gänseschmalz. Oh, Freddy, möchtest du ein bisschen was von meinem Gänseschmalz? Ne, habe ich selber genug noch. Okay, okay. Überreste. Habe ich die nicht durchsucht? Ich finde es übrigens super, dass da nur noch Knochen in der Luft liegen. Ja, also das hier, da sind ein bisschen blutige Knochen, ne? Ja. Jetzt kommt mir ein Zuschauer live zu. Ich weiß gar nicht, ob das bei Shadowplay sieht. Das ist unter den Shadowplay-Zahlen, also oben rechts. Look at my house. My house is amazing. Also ich sehe nicht, ich seh nicht mal deine Shadowplay-Zahlen. Das ist besser als Open Broadcast, da sieht man die nämlich. Obwohl, nee, da war es eine Fensteraufnahme bestimmt deshalb. In der Gameaufnahme sieht man es nicht. Wesemir, Lambert, Triss, Eskel. Mit Eskel muss ich noch sprechen. Braucht ihr etwas, Wolf? Ich habe einige Fragen. Was gibt's? Was ist denn mit deinem verfickten Gesicht passiert? Okay. Das habe ich mir auch gedacht. was kann ich als Grundzutat für meinen Trank benutzen? Was kann ich als Grundzutat für meinen Trank benutzen? Alkohol. Je besser er ist, desto reiner und mächtiger wird euer Trank. Sag ich doch. Ihr scheint euch hier zu Hause zu fühlen. Nun, ich habe die Waffenkammer stets dem Alchemielabor vorgezogen. Wesemir ist keineswegs ein Experte, auch wenn er die Bedeutung von Tränken andauernd betont. Im Grunde hat er immer Schwertkampf unterrichtet. Trotzdem versucht er, uns alles beizubringen, was er in seiner Jugend gelernt hat. Und das liegt schon einige Zeit zurück. Um ehrlich zu sein, habe ich nicht viel übrig für all die Pülferchen, Pilze und den ganzen anderen Kram. Dann wäre das mit deiner Fresse aber vielleicht nicht passiert, Junge. Hätte uns Triss nicht mit Leos Mutation helfen können? Vielleicht, aber es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben ihr das Labor nie gezeigt und die letzte Mutation wurde vor Jahren abgeschlossen, noch vor der Schlacht. Wesemir kann euch mehr darüber erzählen. Okay. Ich glaube, wir müssen ihre Magie. Glaubt ihr wirklich, dass Triss nie ihre Magie eingesetzt hat, um einen Blick hineinzuwerfen? Sie achtet unsere Geheimnisse. Und sie hat viel für uns, für euch, getan. Ich vertraue ihr. Warum habt ihr ihr dann das Labor nicht gezeigt? Triss würde unsere Geheimnisse bestimmt gern nutzen, um Leute zu heilen und so. Ich bin mir sicher, dass sie es versuchen würde. Aber so einfach ist das nie. Habt ihr jemals von dem Gnom Alfred Nabel gehört? Nein. Eskel, ich habe eine Amnesie. Wie die meisten seiner Rasse war er ein überragender Erfinder. Nach Jahren der Forschung entdeckte er eine erstaunliche Substanz. Er wollte sie in Minen und Steinbrüchen einsetzen. Obwohl er ein Genie war, hat er übersehen, dass es noch andere Verwendungsmöglichkeiten für seine Erfindung geben könnte. Andere erkannten schnell, dass eine Substanz, die fähig war, der Erde Granit zu entreißen, auch Burgmauern vernichten könnte. Manche dachten sogar darüber nach, sie direkt in der Schlacht einzusetzen. Ich verstehe. Was geschah also mit Alfreds Entdeckung? Magier haben verhindert, dass sie verbreitet wurde. Alfred beging Selbstmord und sein Labor brannte nieder. Nice. Okay. Hätte uns Triss nicht... Vielleicht. Glaubt ihr wirklich, dass... Fuck. Es... Ich verstehe. Das ging zu schnell, da muss ich nochmal fragen. Ich werde mit Wesemir reden. Nein. Wie kann ich... Erzählt mir von der Prüfung der Gräser. Es gibt drei Stufen. Die erste ist die Wahl. Leo hat sie gemeistert und das harte Trainings- und Ernährungsprogramm durchgehalten. Ich vermute, da steckt mehr dahinter als die übliche Salat- und Karottendiät. Spezielle Pilze, Moose und Kräuter werden im Labor gezüchtet. In Verbindung mit dem Training beschleunigen sie das Muskelwachstum und die Verdauung, wodurch die allgemeine Konstitution des Körpers verbessert wird. Meistert jeder das erste Stadium? Leider nicht. Oft versagen Leber und Herz. Manchmal leidet auch der Verstand,
was zu übermäßiger Aggressivität führt. Oh, kaum Nebenwirkung. Und das zweite Stadium? Ja, normal. Über sie kursieren mehr idiotische Märchen als über Prinzessinnen und Zwerge. Vor dem Überfall befanden sich in dem Labor Fiolen, Öfen, Formeln, Kräuter und die Gräser. Alles, was fehlte, war ein Magier mit seiner Zauberkraft. Wart ihr je Zeuge einer Prüfung? Nur eine, unserer eigenen. Ich dachte, ich würde verrückt, als euer Haar weiß wurde. Die Gräser beeinflussen das Nervensystem, weshalb der Vorgang mit Magie kontrolliert werden muss. Die Prüfung führt zu blitzschnellen Reflexen. Reaktionszeiten, die normale Menschen niemals erreichen. Nur 4 von 10 überleben. 40%, das ist doch gut. Ja. Drastische Quote. Und das dritte Stadium? Darüber weiß ich nichts Genaues. Es beinhaltet Veränderungen wie die Mutation der Augen, des Knochenmarks, der Hormone. Aber dafür können wir im Dunkeln sehen, genesen viel schneller als normale Menschen und erlangen eine höhere Resistenz gegen Gifte. Interessant. Was ist der Preis dafür? Wir sind unfruchtbar. Sind die Veränderungen unumkehrbar? Ganz und gar. Heißt das jetzt, wir sind unfruchtbar? Ja. Habt ihr den magischen Sturm gesehen? Ja, ich war gerade auf der Jagd. Kurz bevor der Sturm aufzog, stieg ein Schwarm Nachtschwalben auf. Es waren Hunderte. Graue Schemen am Himmel, die wild kreischten. Für gewöhnlich versammeln sich nicht so viele und ihre Rufe klingen selten so panisch. Als der Sturm begann, brach ich die Jagd ab und kehrte nach Kaer Morhen zurück. Unterwegs bin ich auf die anderen gestoßen. Wir unterhalten uns später. Wie kann ich helfen? Ich muss nochmal das anklicken. Es gibt meist leider. Ich glaube. So, jetzt haben wir da nämlich alles grau. Wir. Okay. So, jetzt habe ich mit dem gesprochen. Mit wem muss ich denn jetzt noch sprechen? Schlägt den Drachen. Mit Vesemir. Habe ich, glaube ich, schon. Ja? Ja, wo ist denn jetzt hin? Alter, musst du einen Trank brauen. Ja, die Quest ist ja, dass ich mit allen reden soll. Lambert. Ja? Was braucht ihr? Ich habe die Zutaten und oben ist es sicher. Ich habe die Zutaten. Und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht 2 weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Was? Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Vesemir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Schöllkraut kenne ich irgendwoher. Oder täusche ich mich? Was denn? Kann ich helfen? Wir unterhalten. Warum ist denn der rote Punkt hier? Das ist ganz komisch mit den Questmarkern. Ja, Vesemir ist ja nämlich gar nicht. Ja, das ist, wo sie tagsüber sind. Also, ganz komisch in Witcher. Okay. Verstehe ich nicht. Ich tippe mal darauf, er ist unten. Nein, er ist immer so, wenn der Punkt ist, dann ist er in diesem Gebiet zur meisten Zeit, aber er kann auch woanders einfach sein. Wo ganz anders? Ja. Also, bei denen weiß ich es nicht, aber bei den späteren Quests weiß ich. Ich gehe mal ins Labor runter, also hier ist er nicht. Also ich bin komplett behindert. Da ist er! Hä? Ah, das war ein harter Kampf. Ich bin oben auf ein paar Eindringlinge gestoßen, aber... Ich weiß, sie dürften kein Problem sein. Aber Lambert hat sich von dem Furchtbringer erwischen lassen. Nichts Ernstes. Gut, dass ihr Triss gefolgt seid und den Magier übernommen habt. Sie konnte etwas Ausrüstung retten, aber es sieht aus, als seien die wichtigsten Stücke weg. Unsere hübsche Zauberin hatte recht. Ich weiß. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium Equum habt ihr bereits. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof.
Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Okay, cool, danke. Ich hätte aber gerne noch ein bisschen mit dem Meer geredet. Ja? Was, wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Was? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Okay, man könnte also verkacken. Na, ich frage ihn mal weiter aus. Gibt es noch weitere Hexer? Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Warum guckst du an die Decke, Opa? Lass ihn doch. Ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Hast du gesehen, wie er an die Decke geguckt hat? Er guckt schon wieder an die Decke. Darf ich euch etwas fragen? Hab ich nicht. Gewiss. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfung. Doch, jetzt seh's. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf den Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Fort gewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Mach deinen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst Hunderte. Prägt es euch ein, als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein. Aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen. Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Wir unterhalten uns. Okay, so. Unterhaltung zu Ende. Okay. Irgendwas hat er nicht ausgesprochen, was im Untertitel stand. Das werde ich mir nochmal angucken. Irgendwas mit Agenten. Da liegt ein rostiges Schwert. Ach, warte mal, ich habe neue Rüstung gekriegt, hat er gesagt. Oh, die sieht schön aus. Nietenbesetzte Lederjacke. Erlitten mehr Schaden, minus 5. Okay. Hexerstahlschwert. Schaden abhängig vom gewählten Stil. Danke. Ein Stahlschwert, das im Kampf gegen die Menschen dient. Ach man, hör auf, sich zu bewegen, eine Scheiße. Unwirksam gegen die meisten Ungeheuer, wie es beim Kampfstil des Hexers verwendet. Okay, danke. Danke, AG. Was sollte ich jetzt machen? Du sollst die Zutaten vom Furchtbringer holen. Ach ja, genau. Finde ich aber cool gemacht. Ja. Also ich habe jetzt nichts mit Agenten gesehen da, also ich kann die Untertitel nicht lesen, aber... 63% übrigens schon verarbeitet. Also beides ist schon hochgeladen, verarbeitet nur noch. Gott, ich liebe schon das Internet. Ah, da liegt ja der Überrest vom Todbringer.
Furchtbringer. Ungeheuerhäuten. Um alchemistische Komponenten zu extrahieren, Linksklick auf den Furchtbringer-Kadaver. Lässt. Ich lese erstmal Lästbücher. Nicht Lästbücher, nein, Lästbücher. Um Informationen über Ungeheuer und alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ihr müsst über Zutaten Bescheid wissen, bevor ihr sie sammeln könnt. Das klingt logisch. Furchtbringerauge und Furchtbringerklaue. Ach, schade, man sieht gar nicht, dass man ihn häutet. Ja, leider. Das war in Red Dead Redemption, ist immer ziemlich cool. Oder in Assassin's Creed Brother, nein, in Assassin's Creed 3 war es auch so. 3 habe ich nicht. Aber ja, stimmt. Habe ich ja 2-3 Parts geguckt. Wann bist du eigentlich durch mit dem nächsten? Mit Assassin's Creed 2? Ja. Also ich bin... jetzt in Monteriggioni gerade. Ich muss gerade den ersten, also den zweiten Mord machen. Also, es dauert doch lange. Okay. Sehr lange. Ich sollte Vesemir suchen, meditieren und den Trank zubereiten. Ja, was denn jetzt? Vesemir suchen oder meditieren? Die sind schon wieder nicht da, wo sie eben waren. Ich hasse es. Das wird noch schlimmer, glaub mal. Ja? Wo sind Lambert und Eskel? Wo sind Lambert und Eskel? Oben. Lambert ist in der Bibliothek und Eskel bringt Triss in ihr Zimmer. Na, Triss Zimmer, da ist nicht mehr viel. Ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Nein, 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 das wollte ich nicht. Um einen Trank herzustellen, klicke in der linken Maustaste auf eine Fiole. Wo sind die Violen? Da. Wählt die Formel, die als Triss-Heiltrank markiert ist, um automatisch Zutaten in die Fiole zu geben. Linksklick dann auf Mischen, unten rechts auf dem Bildschirm. Linksklick das Stundenglas, um einen neuen Trank während der Meditation zu brauen. Was? Ein Trank für Triss? Mischen? Ein Trank, der die bewusstlose Triss vorbereitet wurde. Okay. Bin ich jetzt fertig? Also irgendwie falsch machen kann man das nicht, wie das gesagt wurde. Ja, hat mich jetzt auch gerade verwirrt. Ich dachte, man muss die jetzt alle reingeben, der Reihenfolge nach oder so. Ja, ich auch, oder? Und dann irgendwie so ein Minispiel aus, aber nee. Das war ziemlich pimmelig. Statt dass ich an der Feuerstelle mein Nickerchen mache, nein, ich mach's vor dem Fenster. Ich hab's bei der Feuerstelle gemacht. Ein Trank für Triss. Geschafft, endlich ist der Trank fertig. Jetzt sollte ich zu Triss in ihrem Turmzimmer bringen. Ich kann über einen der Räume im Oberstockwerk dahin gelangen. Ja, da war ich schon drin, hab alles gelootet, danke. Ne, 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 ne. Vielleicht kommt eine schöne Stelle. Oh, ich kann es mir schon ungefähr vorstellen. Hoffe ich. Ja, du weißt, dass ich mir vorstellen kann. Ja, Mann. Treppe zum Schluss. Du magst der Rothaarige, ne? Oh ja. Und. Okay, er saß hinter. Was? Die Tür geht automatisch wieder zu, weil der Spaß im Weg steht. Eskel. Wie kann ich helfen? Okay, wir haben uns schon übertragen. Wir unterhalten. Ich will mich noch mit dem anderen unterhalten. Scheiße, Mann, wieso kann ich den denn wegschubsen? Lambert? Was gibt's, Wolf? Ah, ich kann nochmal neue Sachen sprechen mit ihm. Was denkt ihr über die Angreifer? Amateure. Ohne den Magier und den Furchtbringer hätten wir sie mit verbundenen Augen schlagen können. Aber leider hatten sie einen Magier und einen Furchtbringer bei sich. Sie haben uns ausgeraubt und Leo getötet. Das ist wahr, aber wir werden sie finden. Leo sagte, er hätte euch fast besiegt. Wir haben gerade trainiert, als der Sturm losbrach. Mein Medaillon zuckte so sehr, dass ich fast gestürzt wäre. Der Junge sah eine Möglichkeit. Er hatte wirklich Potenzial. Dann tauchte Merigold auf, zitternd und fantasierend. Sie bestand darauf, dass wir die wilde Jagd verfolgen. Vesemir willigte ein. Er hatte schon immer eine Schwäche für sie. Ihr mögt Triss nicht? Für meinen Geschmack ist sie zu hochtrabend. Könnt ihr mir von den Kampfstilen der Hexer erzählen?
Die Kampfkunst setzt sich aus drei traditionellen Schwertkampfstilen sowie einigen Varianten für den Kampf gegen Ungeheuer zusammen. Fangt mit den einfachen Stilen an. Kaer Morhen ist die Schule des Wolfs. Der alte Wesemir hat immer dafür gesorgt, dass wir mehr Kriegskunst als Magie trainieren, obwohl wir auch die Zeichen lernen. Hexer wenden drei Kampfstile an. Es gibt Adan Enyil, den Feuertänzer, den wir schnellen Stil nennen. Dann gibt es den viroledanischen Nefte Feine Gledif, den Gruppenstil. Und den temerischen Teufel, den starken Stil. Über welchen Stil wollt ihr etwas erfahren? Eigentlich über alle. Freddy, wie lange haben wir denn schon aufgenommen jetzt? Was weiß ich. Ich hab trotzdem hier 22 Minuten. Okay. Der Feuertänzer klingt interessant. Der legendäre Elfenschwertkämpfer und Poet Nisail erschuf ihn. Sein System aus Schritten und Streichen basiert auf Nisails Beobachtungen von Raubkatzen. Speziell Ocelots, die von elfischen Herrschern als Palastwachen eingesetzt wurden. Der Feuertänzer gibt Schnelligkeit und Wendigkeit dem Vorzug vor der Stärke der Hiebe. Dem Gegner bleibt ganz einfach keine Zeit zum Zurückschlagen. Wie Nisail schrieb, der ideale Schwertkämpfer ist eine Flamme, die nicht verwundet werden kann, selbst aber bei jeder Berührung Verletzungen zufügt. Dieser Stil steht bei der Elfenaristokratie hoch im Kurs. Über welchen Stil wollt ihr etwas erfahren? Erklärt mir den viroledanischen Stil. Wörtlich übersetzt heißt der Stil 9 Sonnenschwerter. Die Schwertkämpfer von Viroledo haben ihn als Methode entwickelt, mehrere Gegner gleichzeitig anzugreifen, mit einer komplexen Abfolge von Streichen. Es heißt, Meister dieses Stils könnten sich gegen 9 Gegner gleichzeitig zur Wehr setzen. Über welchen Stil wollt ihr etwas erfahren? 9 Gegner also? Temerischer Teufel klingt vertraut. Er hört sich poetisch an, aber es steckt nur wenig Philosophie dahinter, wenn überhaupt. Er wurde von temerischen Landsknechten erfunden, einfachen Männern, und ist am wirkungsvollsten gegen schwere, gepanzerte Gegner. Über welchen Stil wollt ihr etwas erfahren? Ich glaube, ich habe genug gehört. In Ordnung. Könnt ihr mir von den Kampfstilen... Die Kampfkunst setzt... Ich würde gerne etwas über die Kampftechniken gegen Ungeheuer erfahren. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass wir zwei Schwerter tragen. Das tun wir, weil manche Ungeheuer immun gegen Stahl sind und ihnen ein normales Schwert nicht mal einen Kratzer zufügen kann. Zum Beispiel? Werwölfe, Vampire, Geister und andere magische Bestien. Die Technik des Kampfes mit einem Silberschwert leitet sich aus der traditionellen Kunst des Schwertkampfes ab, aber mit einigen wichtigen Unterschieden. Es gibt keine Paraden oder Riposten, sondern vorwiegend Schritte, Ausweichbewegungen, Drehungen und andere akrobatische Kunststücke. Wenn meine Erinnerungen nicht zurückkommen, habe ich ein Problem. Das wird schon, Wolf. Euer Körper wird sich an alles Nötige erinnern. Manche Dinge vergisst man nie. Vertraut bei der Wahl eures Kampfstils auf eure Intuition. Der Teufel eignet sich am besten gegen Kikimoren, Graveer und Flatterer. Mit dem Feuertänzer tötet man am besten Bargesten und Ghule. Und der viroledanische Stil? Er ist gut gegen alles, was in Gruppen angreift. Aber ihr solltet euch anfangs auf Ertrunkene beschränken. Danke, Lambert. Kein Problem, Wolf. Könnt ihr mir von den... Die Kampf... Ich... Ihr habt... Zum Beispiel... Wer... Ich habe... Noch weit... Wir... Okay, gut, dann haben wir mit dem auch noch zu Ende gesprochen. Scheiße, dauert das lange. Triss. Mit ihm habe ich gar nicht geredet. Hört mir auf. Uhu. Trissilein. Okay, ich stöhne halt erstmal. Geschenke. Ich schenke ihr jetzt einen Heiltrank und ich gebe dir den nicht. Nein, ich stecke ihn dir einfach unter das Röckchen. Und dann kannst du ihn nicht nehmen, weil du bewusstlos bist. Also, Doppelklick auf Heiltrank, um ihn Triss zu verabreichen. Ja, da steht aber Geschenk. Tipp. Gewinnt das Wohlwollen anderer Charaktere, indem ihr Geschenke macht. Ja, Frau muss halt immer Geschenke machen. Wo ist denn der Trank? Weiße Möwe, unbekannter Trank. Das da? Waldkauz? Nein, das ist der Trank für Triss, der heißt so. Ach da, Questgegenstände. Medizin für Triss. Also ja.
Ja, wie kann ich ihr den geben? Doppelklick. Oder halt auf das auf die Hand ziehen. Gott Dank, Geralt. Ich hoffe, dieser Trank hilft. Es war schrecklich. Ich träumte, dass Lambert bei mir war. Er starrte mich an und sagte Sachen wie: Sterb mir bloß nicht weg, Marigold. Und er nannte mich einen Dickschädel. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist? Freut mich, dass es euch besser geht. Ich weiß, wir sollten aufbrechen. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen vielleicht nie zurück. Wollt ihr nicht noch etwas bei mir bleiben? Oh, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja so froh, dass ihr wieder da seid. Als ich euch sah, kamen alle Gefühle, die ich leugnen wollte, wieder stärker denn je. Triss, ich bin noch nicht bereit, über die Vergangenheit zu reden. Natürlich. Ich sollte euch nicht drängen. Ich fühle mich nur so... Oh, ihr Mächte. Ich benehme mich wie ein pubertierendes Mädchen. Konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Ich fürchte, ich habe euch alle enttäuscht. Vergebt mir. Es ist nicht eure Schuld. Ihr habt uns geholfen. Es gibt nichts zu vergeben. Was ich empfand, als ich erfuhr, dass ihr lebt, ich wüsste nichts Vergleichbares. Ausgenommen vielleicht, was ich empfinde, wenn ich euch ansehe. Ich habe euch ja so vermisst. Mal sehen, ob das beste Bett in Kaer Morhen uns aushalten kann. Oh ja. Geralt, es war mir ein Vergnügen. Wie immer. Wie immer? Ihr erinnert euch wirklich an nichts? Bedauerlicherweise. Nun, dann habt ihr etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Wie auch immer. Erzählt mir, wie ging der Kampf aus? Die brachen in das Labor ein, töteten Leo, stahlen unsere Mutagene und entkamen. Armer Wesemir. Wieder ein Schützling, der vorzeitig starb. Wir haben mit der Beerdigung gewartet, bis ihr wach seid. Vielen Dank. Was die Mutagene betrifft, ihr Verlust könnte eine Katastrophe bedeuten. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. Wollen wir noch ein Quickie haben? Hast du auch gerade gehabt. Ja, aber sie hat gefragt, vergeuden wir keine Zeit. Außer ihr möchtet mich noch etwas fragen. ja, na klar, möchte ich noch ein paar Sachen fragen, ne? Wir sollten Wesemir nicht warten lassen. Verdammt. Dann kommt. Ich hab... versehentlich das erste genommen, das war, wir sollten Wesemir nicht warten lassen. Ich habe mich durchgelesen. Ich dachte, das wäre wie immer das letzte. Oh, wir zünden ihn an. Brenn. Wir wissen nicht, woher die Banditen kamen oder wer dahinter steckt. Als Gruppe erregen wir nur Aufmerksamkeit. Außerdem können wir ein größeres Gebiet absuchen, wenn wir uns trennen. Ich gehe nach Westen. Dort kenne ich ein paar Leute und ich bevorzuge das Küsten. Dann gehe ich nach Osten, nach Kedwin, wenn niemand Einwände hat. Gut. Wohin sollte ich gehen? Nach Süden, nach Temerien. König Foltest steht in eurer Schuld. Vor einiger Zeit habt ihr einen Fluch von seiner Tochter genommen. Vielleicht stoßt ihr dort auf die Fährte der Banditen. Und ihr, Triss? Ich werde meinen Einfluss nutzen, um die Banditen zu finden. Wenn ich etwas erfahre, nehme ich mit Geralt Verbindung auf. Ich sammle so viele Informationen wie möglich und treffe euch in Vysima. Triss. Nicht Geralt. Ich hasse Abschiede. Ich muss dann weinen und es gibt nichts Jämmerlicheres als eine weinende Zauberin. Lasst euch nicht töten, Geralt. Ich würde das nicht nochmal ertragen. Wir sehen uns bald. Auf tschüss. Bald. Es gelang den Räubern, Geheimnisse zu stehlen, welche die Hexer jahrhundertelang behütet hatten.
Ihr Anführer, vor 30 Minuten. Ein serikanischer Magier, erwies sich selbst für Triss Merigold als zu mächtig. Die Hexer begaben sich auf die Suche nach den gestohlenen Geheimnissen und brachen in alle Himmelsrichtungen auf. Scheiße, geht das schnell. Geralt von Riva ging südwärts nach Vizima. Ich find's lustig, wie Triss ihn immer Geralt nennt. Scheiße, der heißt nicht. Nein, der heißt nicht Geralt. Er heißt Geralt. Nein, er ist Geralt, das ist Französisch. Nein, wir sind hier nicht in Frankreich, wir sind nicht schwul. Je ne parle français, je vous couche avec moi. Ruhe, Chidupe. Kapitel 1. Es ist nicht mehr weit, wir sind bald da. Mir ist kalt. Wir besorgen dir etwas warme Milch mit Honig. Was hältst du davon? Das ist toll. Danke, Caroline. Was machen denn die Hunde da? Hunde? Alvin, mach genau, was ich dir sage. Das ist wichtig. Lauf so schnell du kannst zum Gasthaus und schau nicht zurück. Verstanden? Das sind böse Hunde. Lauf! Oh, wie kommst du denn darauf, dass die Hunde böse sind? Scheiße. Die werde ich umbringen. Was zur Hölle? Schließ das Tor, schnell! Die Bestie greift an! Gebt Alarm! Der kleine Junge schafft's, wa? Na, ich freu mich. Geralt, euch hat Melitele gesandt. Draußen ist eine Frau, die Hunde werden sie in Stücke reißen. Helft ihr! Hilfe! Nein! Öffnet das Tor nicht! Ihr lasst die Bestien ein! Genau, diese Hunde bringen den Tod. Was seid ihr für Ungeheuer? Tretet beiseite, ich werde sie selber retten. Halt! Geht nicht allein daraus. Verdammt sollt ihr sein! Wir werden alle sterben! Fetter kalt Maul. Wir gehen da raus. Wir haben keine Waffe gegen Geister, oder? Doch. Also das noch normale. Die kann man noch. Okay, ich sollte vielleicht den Kampfstil auf Gruppenkampfstil wechseln. Das wäre eine Idee, ne? Hat gut geklappt. Was war denn das? Magie sicherlich. Die Bestie. Bestie? Was ist denn das? Das Zeitalter von Schwert, Axt und Meer. Das Zeitalter des weißen Frosts und weißen Lichts. Das Zeitalter von Wahnsinn und Verachtung. Ted Derian, das letzte Zeitalter. Die Welt wird im Eise untergehen und mit der neuen Sonne wiedergeboren werden. Wiedergeboren aus dem Blut der Alten. Aus Händlich her, aus einem Samen. Ein Samenkorn, das nicht strahlt, sondern in Flammen aufgeht. Die alte Elfenprophezeiung von Itlina. Ich hoffe, es geht ihm gut. Offenbar hat er uns vor der Bestie gerettet. Ja, sieht so aus. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Ich werde jemanden finden, der ihn versorgt. Er sollte nicht allein bleiben. Wir quartieren uns im Gasthaus ein. Wartet mal. Auf dem Weg hierher bin ich wilden Hunden begegnet. Völlig anders als diese, nicht nur wegen des grünen Pelzes. Wisst ihr etwas darüber? Die terrorisieren das Dorf schon seit einer Weile. Alle paar Tage erwischt es einen der Bewohner. Die Meute wird von einem großen Hund, vielleicht auch einem Wolf, angeführt. Die Leute nennen ihn die Bestie. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit wäre, für den Tod der Bestie zu bezahlen. Das ist doch eines Hexers täglich Brot, nicht? Aber genug von Ungeheuern. Was führt euch hierher? Ich suche nach Männern mit Salamanderabzeichen. So jemanden bemerkt in der Gegend? Psst, nicht so laut. So jemand war hier.
aber die Bauern werden nicht darüber reden. Der Geistliche weiß vielleicht etwas. Fragt ihn auch nach der Bestie. Mach ich. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Krieg ich deine Nummer? Nee, aber ich wollte euch etwas fragen. Oder besser gesagt, Freddy, du sag mal, es ist Zeit für eine Aufnahmepause? 36 Minuten bin ich gerade. Oh, okay. Gut, dann hoffe ich, sieht man sich morgen wieder und bis dann. Tschüss.